Grad gab es ein extremes Rennen in Österreich, eine ganz besondere Challenge, nämlich im Wildwasser. Und Mai, ich meine, wenn einer der Weltbesten am Start ist, so ein Wildwasserbach in Österreich haut den dann auch nicht aus der Bahn. Die Strecke im österreichischen Lofer. Für Dan Gewöhr easy, für andere eine mega Herausforderung. Dan Gewöhr, ein Ausnahmesportler im Stand-Up-Paddling. Der Amerikaner kommt wie viele SUPler aus dem Kajaksport. Dan ist Pionier der noch jungen Sportart und ein Spaßvogel. Den Weg zum SUP fand er, weil er sich irgendwie fit halten wollte. Ein Freund erzählte mir von dem Sport und ich habe es dann einfach mal ausprobiert. Und die Verbindung fühlte sich gleich so gut und organisch an. Es war einfach ein gutes Training für meinen Körper und ich habe seither nie bereut. Und so begann die zweite aktive Laufbahn des Amerikaners. Wie es sich für einen ehrgeizigen Sportler gehört, ist Ex-Kajakfahrer Dan auch in der neuen Disziplin Weltspitze. Gewöhrs Hauptantrieb? Er will im SUP-Bereich etwas bewegen. Es ist eine neue Sportart, die sich im Anfangsstadium befindet. Und man weiß nie, wo es noch hingeht. Für mich war es einfach spannend, Wildwasser-SUP auszuprobieren, um mir selbst eine neue Herausforderung zu suchen. In den USA hat Stand-Up-Paddling einen riesen Zulauf. Es gibt viele Wettbewerbe und Sponsoren. In Europa und Deutschland steckt SUP noch in den Kinderschuhen. Wildwasser-SUP hat für Dan den größten Reiz. Immer neue Herausforderungen, immer neue Lines, unterschiedliche Wassergeschwindigkeiten und vieles mehr. Dennoch sucht Dan neue Herausforderungen. Alles ist möglich. Ich denke, wir wissen einfach nicht, was in Zukunft passiert. Und vielleicht habe ich zu viel Flachwasserrennen absolviert. Und es hat sich in mir ein bisschen Frust aufgestaut. Ich musste mich davon losreißen. Dann sah ich einige schöne Wasserfälle, die waren einfach und ziemlich sicher. Und so habe ich entschieden, das mal auszuprobieren. Gemeinsam mit seinem Freund Taylor Robertson macht sich Dan an die Arbeit. Die beiden müssen 4 oder 5 Wasserfälle durchfahren, oder besser gesagt springen. Für Dan das bisher schönste Gefühl beim SUP. Er ist überzeugt, den Sprung eines Tages zu stehen. Ich denke, wir müssen es immer wieder tun und das richtige Equipment entwickeln, sodass wir es sicher schaffen. Und eines Tages werden wir 5 bis 8 Meter hohe Wasserfälle meistern. Kein Problem. Und später vielleicht noch höhere Wasserfälle. Ich freue mich schon auf diesen Tag. Beim Stand-Up-Paddling scheint vieles möglich. Es ist vielleicht die Trendsportart der Zukunft. Auch Polo und Yoga wird bereits mit Board und Paddel betrieben. Dan bleibt vorerst dem Whitewater-SUP treu. Der Amerikaner gewann übrigens sowohl das Sprint-Race als auch das Cross-Race in Lofa. We'll be right back.